So, hallo ihr Lieben und einen wunderschönen guten Abend. Ich checke noch die letzten Einstellungen hier gerade, dass alles läuft und freue mich dann darauf. Ja, ich sehe schon, es sind schon einige dabei. Sehr schön, hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist ja wunderbar. Ihr dürft gerne in den Chat reinschreiben, wie es euch geht, habt ihr Weihnachten gut verbracht, ob alles schön bei euch ist, wo ihr herkommt, gerne auch. Würde mich sehr interessieren. Sehr schön. Es funktioniert. Super. Gut, ihr Lieben, Thema ist heute, willst du wirklich einen Roman schreiben? Und damit starten wir jetzt auch gleich durch. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht. Und zwar zum Thema eben, was eigentlich ich einmal für einen Traum hatte. Und was das mit dem Schreiben zu tun hat, das erkläre ich euch natürlich gleich. Und ich wollte nämlich unbedingt Forscherin auf der Antarktis werden. Ja, tatsächlich, Forscherin auf der Antarktis hat mich extrem gereizt. Ich liebe die Kälte, es schneit ja auch gerade bei mir im Hintergrund, zumindest bei einigen sehen das. Ich liebe die Kälte, ich mag rausgehen, ich wollte unbedingt was Spannendes machen. Das hat mich wirklich angetrieben. Das war der Grund, warum ich ursprünglich Biologie studiert habe, um dann festzustellen, dass das Ganze doch nichts für mich ist. Aber trotzdem, es war ein wirklich großer, wichtiger Wunsch. Ich habe einen ganz tollen Biologen mal getroffen, als ich 19 Jahre alt war. Der war tatsächlich Forscher auf der Antarktis. Und der hat mich tief beeindruckt damals. Und ja, tatsächlich mein Leben ein Stück weit mit verändert, einfach durch diese Idee der Möglichkeit. Und wie gesagt, was das jetzt mit dem Schreiben zu tun hat, erzähle ich euch gleich noch. Melanie, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Caro, Claudi, wunderbar, klasse. Schön, dass ihr da seid. Und auch hier Tina, Anjuli, Domax. Tina, du bist auch da. Wunderbar, das freut mich. Ganz toll, dass ihr da seid. Ich bin Jurenka. Viele von euch kennen mich, aber für die, die mich nicht kennen, ich habe literarisches Schreiben studiert. Und mein eigener Roman ist erschienen bei Weltbild, bei Edition Nova, bei Edel. Beim Edel Verlag. Und meine riesengroße Leidenschaft ist aber das Unterrichten. Das Unterrichten von Romanen, das ist wirklich das, was sich schon im Studium bei mir rauskristallisiert hat, als ich angefangen habe. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Kurse gemacht. Ich habe dieses Studium absolviert. Ich habe mich wahnsinnig tief dort reingehangen und mit Begeisterung das Ganze gemacht. Und noch in der Studienzeit haben mich Kurskollegen gefragt, ob sie von mir gecoacht werden könnten. Und ich war damals noch so ein bisschen so, wow, ich habe selber ja noch gar nicht fertig und noch nichts veröffentlicht und so weiter. Aber die Durchbrüche kamen dann auch bei denen und das hat mir so viel Gänsehautfeeling immer bereitet. Also es ist einfach so wunderschön, anderen auch dabei helfen zu dürfen, dass das wirklich für mich als die Berufung sich herausgestellt hat. Und das habe ich dann tatsächlich nach der Veröffentlichung meines Buches, bin ich das auch weiter angegangen. Also ich unterrichte jetzt schon seit 2009. Also doch schon eine ganze Weile. Und das mit voller Begeisterung. Mittlerweile mit einem ganz, ganz großartigen Team im Hintergrund. Also wir sind mittlerweile eine ganze Menge. Ich sind mittlerweile 9 Leute, die für die Romanschule mitarbeiten. Und wer bei dem planen Romanjahr mit dabei ist, der wird auch einige davon jetzt noch kennenlernen dürfen. Und die sind alle auch mit totaler Begeisterung dabei. Romane schreiben ist wirklich echt unsere totale Leidenschaft. Und ich denke, ihr seid auch hier, weil es auch euer Thema ist. Sonst wärt ihr sicherlich nicht hier. Aus Lauenburg, wie schön bei Hamburg. Das ist super, da wohnt mein Cousin. Und vom Bodensee, Kreuzlingen, also einmal rübergewunken, Desiree. Sehr schön. Sehr schön, das freut mich ja. Aus Taipeh, Ellen, wow, haben international hier alle dabei. Und Hürth ist auch dabei, Melanie, sehr schön. Klasse. Ach, super, sehr schön. Genau. Ja, also Romane schreiben ist unsere Leidenschaft, aber es ist vielleicht nicht ganz immer so sehr meine Leidenschaft gewesen, beziehungsweise, ja, ich wollte es unbedingt eigentlich als Kind und bin immer belächelt worden für diesen Wunsch und das kennt vielleicht der eine oder andere von euch, oder? Also dieses. Als Kind, als ich dann sagte, ich will Geschichten schreiben, ich will Autorin werden, da kam immer so, ja, das ist ein schöner Wunsch, schön. Und wenn dann sowas kam, ich will Kindergärtnerin, ja, das ist ein Beruf, das mach mal so ungefähr. Und entsprechend habe ich mich gar nicht mehr getraut, eigentlich diesen Wunsch wirklich nachzugehen, lange Zeit. Ich habe eine Zeit lang damit geliebäugelt, Journalismus zu machen und dann festgestellt,
dass das auch nicht so ganz meine Welt ist. Claudi, du sagst, du bist aus Krefeld. Nicht sehr abenteuerlich. Ach, Krefeld ist bestimmt auch nett. Und Ravensburg ist auch um die Ecke. Hallo, Tobias. Sehr schön. Stuttgart und Norwegen. Noch auch international hier auf Instagram. Super, sehr cool. Oh, schön, schön. Cool. Sehr international. Super. Genau, also belächelt worden bin ich lange Zeit und dann habe ich den Studiengang gefunden. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht das Telefon, es hört gleich wieder auf, keine Sorge. Den Studiengang, ich hab ein paar Semester, ich sag mal Verlegenheitssemester Germanistik gemacht. Germanistik hat mir nicht wirklich auf dem Weg geholfen, weiter zum Schreiben zu finden. Und ich habe diesen Studiengang damals gefunden, literarisches Schreiben, den gibt es so heute in der gleichen Form nicht. Ich habe auch noch sehr viele weitere Kurse dazu gemacht, um dann wirklich festzustellen, dass, ja, das wie gesagt meine Berufung ist. Aber ich will jetzt den Bogen nochmal zurückspannen zu dem Thema, dass ich ursprünglich eigentlich lange Zeit Forscherin auf der Antarktis werden wollte, so mit Pinguinen oder Seeelefanten. Das hat mich extrem gereizt. Wirklich extrem. Also das wollte ich wirklich unbedingt. Und das ging eben auch so weit, dass ich dafür entschieden habe, meinen Studiengang zu entscheiden, damals Richtung Biologie zu gehen. Und bin dann eben in die Biologie gegangen und habe dort mehrere Semester Biologie studiert. Es lief ganz okay, sagen wir es mal so. Und stand dann da eben aber auch Wochen und Monate lang im Labor und habe auch noch so ein paar andere Sachen festgestellt, wo ich gemerkt habe, okay, Biologie wird nicht das sein, wo ich mein ganzes Leben drin verbringen möchte. Und so wichtig mir mein Wunsch mit der Antarktis war, ich habe tatsächlich auch Bewerbung geschrieben. Ich habe mich tatsächlich als Praktikantin eine Zeit lang darauf beworben und bin aber abgelehnt worden aus verschiedenen Gründen. Es war auch nicht der richtige Zeitpunkt und dann habe ich es auch so ein bisschen aufgegeben. Ich hatte nämlich auch so ein bisschen Schiss, sage ich mal, ein bisschen Muffensausen vor dieser Entscheidung trotz allem. Ich bin sehr, sehr froh heute, dass ich das ausprobiert habe, dass ich das gemacht habe. Ich habe noch auf Diplom angefangen zu studieren und als ich schon einige Semester drin war, wurde das zum ersten Mal umgeschalten auf Bachelor- und Masterstudiengang und mir fehlte, glaube ich, noch ein Schein und die Abschluss, die Bachelorarbeit, um den Bachelor zu kriegen und dann habe ich die Kurve gekratzt in Anführungsstrichen, habe gesagt, okay, ich mache jetzt nicht auf Diplom fertig. Es war mir bis dahin schon wirklich klar, ich war mit Begeisterung dabei, Tiere zu bestimmen und auszustopfen. einzusammeln und was weiß ich nicht, ich habe im Botanischen Garten viel gearbeitet, das war schon cool, aber das reale Leben eines Biologen war dann im Endeffekt doch nicht das, was ich wollte. Und so habe ich dann relativ schnell auf Bachelor umgemünzt und war dann so ein bisschen am Schwimmen, wo das Ganze denn hinführen soll. Und da kam dann auch die Verlegenheitssemester Germanistik wieder, weil ich meinen alten, wirklich alten Kinderwunsch auch wieder ausgegraben hatte mit Schreiben und Geschichten schreiben, Autorin sein. Und heute geht es ja um das Thema, willst du wirklich einen Roman schreiben? Und das ist eine durchaus ernst gemeinte Frage. Denn so wie ich damals Forscherin auf der Antarktis werden wollte, das war wirklich durchaus ein echter Wunsch, nicht nur ein Wunsch, sondern tatsächlich auch ein Ziel. Ich bin ja wirklich auch in die Richtung losgelaufen, habe mich ausprobiert sozusagen, habe einige Bedingungen versucht weiter zu erfüllen, um dann festzustellen für mich, okay, das ist es nicht und das ist auch in Ordnung, das ist auch super wertvoll für mich gewesen. Und so ähnlich ist es ja eigentlich auch mit der Frage nach einem Roman. Also natürlich sowohl die Frage, soll es wirklich ein Roman sein, ja, oder doch lieber Kurzgeschichten, die Memoiren, schreibt man nur für sich selber oder will man wirklich veröffentlichen? Wenn man möchte, möchte man wirklich Leser finden mit seinem Roman. Und das ist wirklich wichtig in meinen Augen, ein bisschen zu ergründen. Und das möchte ich heute Abend hier mit euch ein bisschen machen. Einfach wirklich zu schauen, wollt ihr wirklich einen Roman schreiben? Ist das wirklich das, was ihr wollt? Das heißt, ist es einmal die Form des Romans oder sind es eher die Erinnerungen, die man den Kindern irgendwie schildern möchte oder ist es eben das Veröffentlichen? Und da zu schauen, woher kommt denn dieser Wunsch und ist er auch wirklich groß genug? Ich habe da auch ein paar Fragen für euch mitgebracht, um das ein bisschen weiter zu ergründen. So, das Erste, was ich fragen möchte dabei ist, ich muss einmal ganz kurz hier hantieren,
Entschuldigung, es wackelt ein bisschen. Das Erste, was ich mitgebracht habe, ist die Frage, was für eine Art Wunsch ist das eigentlich, den Roman zu schreiben? Was für eine Art Wunsch hast du für den Roman? Ist das einfach nur ein Wunsch? Ist es ein Wunschgedanke? Ist die Idee einfach schön? Oder ist es wirklich etwas, was dir so sehr unter den Nägeln brennt, dass du das schon sehr, sehr lange hast, dass du sehr intensiv das willst, dass es nicht nur einfach ein Wunsch ist, sondern vielleicht sogar ein Ziel wird? Das ist echt der Unterschied, den man erstmal sich anschauen darf. Es gibt einfach große Unterschiede zwischen Wunsch und Ziel. Ja? Und einfach mal zu schauen, ist es die Idee einfach nur? Also ihr könnt euch das vorstellen, wenn ich irgendwo Leute treffe, die mich noch nicht kennen und ich unterrichte, wie man Romane schreibt, dann werde ich ziemlich groß mal angeguckt und so, geht das denn? Ist das wirklich wahr? Wie macht man das denn? Ich kriege auch solche Fragen wie, korrigiert ihr euch da Kommas? Nein, tun wir nicht. Natürlich irgendwann auch mal ein bisschen, aber nicht nur. Aber dann zu schauen, wenn die dann sagen, ich möchte auch mal einen Roman schreiben. Das höre ich sehr, sehr häufig. Kennt das noch jemand? Bestimmt, oder? Oh, Petra, du schreibst, ich will einen mega geilen Thriller schreiben, schreibe aber nicht weiter aus Versagensängsten. Wow, sehr cool. Das ist schon super, super tief und genau geschaut. Das finde ich super, sehr, sehr großartig. Das ist schon mal wichtig zu erkennen, weil meiner Erfahrung nach beruht fast alles, was uns davon abhält, einen Wunsch anzugehen, auf gewissen Ängsten. Und da überhaupt erstmal ehrlich zu sein, ja, es ist irgendeine Form von Angst. Und dann zu gucken, welche Angst, da helfen wir auch in unseren Kursen immer ganz intensiv bei, weil das wirklich extrem wichtig ist. Das ist der erste wichtige Schritt. Sehr cool, Petra, sehr, sehr cool. Und eben jetzt anzuschauen, ist dieser Wunsch mit, ich höre dann immer so, ich will auch mal einen Roman schreiben oder irgendwann schreibe ich mal einen Roman. Das höre ich sehr, sehr häufig. Und ganz häufig frage ich mich dann immer innerlich schon, willst du es wirklich oder gefällt dir einfach nur die Idee? Weil es ist ja so eine romantische Idee. Man setzt sich hin, man schlürft vielleicht ein Gläschen Rotwein am Abend und dann kommt die Muse und man lässt fließen und es läuft so aus einem raus. Und am Ende hat man einen Roman fertig, so. Ha, ha. Wer es glaubt? Hand hoch. Glaubt hier jemand? Glaubt hier jemand, dass es so funktioniert, einen Roman zu schreiben? Ich nicht. Ja, man hat mal einen Abend so. Mal kann es einen Abend so laufen, gar keine Frage. Aber die Realität, und dann, wenn man da genau hinschaut, merkt man es auch sehr schnell, dass das irgendwie nicht sein kann. Dass das irgendwie unrealistisch schon klingt. Und deswegen ist es häufig eher die Idee, einen Roman zu schreiben, die einem gefällt und nicht wirklich ein Ziel. Der zweite Punkt ist ja wirklich dieses, eine Sache ganz kurz, das mit dem Wunsch ist ja auch diese Geschichte, ihr kennt das vielleicht, den Ausspruch, das ist von Antoine de Saint-Exupéry, ich kann kein Französisch, entschuldigt, wenn ich das falsch ausspreche. Das ist das, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch. Claudi, du sagst auch, mein Wunsch ist sehr tief verwurzelt, ein großes Ziel, aber von sehr vielen Ängsten behindert. Ja, 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 das ist schon mal wirklich, wirklich großartig, dass du dafür die Augen aufgemacht hast und das erkannt hast, weil erkennen ist der erste Schritt. Das folgt ist das nächste, dann zu schauen, was für Ängste sind das, woher kommen die, wie kannst du damit umgehen? Ängste sind immer dazu da, einen zu schützen. Also nie verteufeln, sondern die haben einen Grund, warum sie da sind. Und die sind nur nicht immer berechtigt, sozusagen, mehr heute. Dann kann man manchmal schauen, ob das wirklich noch nötig ist, davor solche Angst zu haben oder ob man damit anders umgehen kann. Desiree, ich habe eine Rohfassung, die hast du schon und überarbeitest. Und du hast das Ziel zu veröffentlichen, das jetzt rauszubringen. Das ist super, sehr schön, sehr konkretes Ziel. Es hilft natürlich auch wirklich konkrete Ziele zu haben, absolut. Also ihr seht, ein Ziel ohne Plan ist nur ein Wunsch, macht Sinn, oder? Ich finde diesen Spruch einfach wirklich so, so großartig, weil er wirklich unglaublich viel Wahrheit in sich trägt. Wenn man ein Ziel hat oder man glaubt, man hat ein Ziel, aber man macht sich keinen Plan, dann bleibt es einfach auf ewig immer nur ein Wunsch. Und deswegen kommt jetzt die nächste Frage, die ich euch mitgeben möchte, ist die Frage danach, bist du wirklich bereit fürs Tun? Möchtest du wirklich was tun? Möchtest du wirklich was angehen? Und wenn ja, weißt du, was du dafür brauchst?
Weil das ist die nächste Frage. Einfach, weißt du, wie du tickst, was du brauchst? Hast du schon mal ausprobiert, um Erfahrung zu sammeln, wie es bei dir ist, wie es für dich am besten funktioniert? Und bist du wirklich bereit, diesen Schritt zu gehen? Möchtest du das? Es ist völlig in Ordnung zu sagen, nein, ich will einfach erstmal nur für mich schreiben. Ich möchte den Druck raus haben. Ich möchte nicht unbedingt gleich an die große Veröffentlichung denken oder ich weiß noch nicht, was das werden soll. Völlig in Ordnung. Das ist gut so, wenn man das weiß. Es ist auch manchmal einfach nicht die richtige Zeit zum Schreiben. Auch das gibt es natürlich, ne? Wenn jetzt irgendwie gerade alles total dicht ist im Alltag. Vielleicht ist dann gerade die richtige Zeit, wenn man was für sich tun möchte, aber dann nur 5 Minuten lang und nicht vielleicht mit dem großen Druck wirklich zu veröffentlichen, sondern einfach nur, um diesen Spaß des freien Schreibens, des Fließenlassens zu haben. Aber wenn man dann ein großes Ziel hat, also sowas wie das Veröffentlichen bei Desiree oder so, muss man auch natürlich gucken, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt? Ist das jetzt der Moment, wo du genug Zeit dafür hast, wo du die Energie aufbringen möchtest und kannst? Oder hast du ganz kleine Kinder, bedürftige Kinder, sage ich jetzt mal, die wirklich viel Aufmerksamkeit brauchen? Vielleicht noch Eltern, die in Pflegeheim kommen oder bist gerade auf Jobsuche, weil du wegen Corona deinen Job verloren hast oder was auch immer. Dann ist die Frage, hast du wirklich die Nerven dafür? Oder willst du nicht einfach nur schauen, dass du noch für dich was Gutes tust? Ist jetzt der Zeitpunkt für so einen großen Plan? Auf der anderen Seite ist natürlich auch so, werdet ihr auch feststellen, die Zeit für irgendetwas kommt eigentlich nie. Die kommt nicht einfach so und klopft an und sagt, hallo, ich bin jetzt mal da, ich habe dir mal 2 Monate mitgebracht oder 3 oder sogar ein ganzes Jahr, nimm mich und mach mit mir, was du willst. Nein, die Zeit kann man sich immer nur nehmen. Es funktioniert nicht anders. Und man nimmt sie sich umso eher, wenn man wirklich für sich entschieden hat, man möchte es. Und das ist dieser Prozess, den ich hier anstoßen möchte, gerne mit euch. Diese Entscheidung, Klarheit zu finden in dem, was man will. So, kommen noch ein paar Kommentare rein. Melanie, du brauchst Struktur und ein gutes Zeitmanagement. Das ist ganz wichtig. Und Leute, die dich unterstützen. Das ist super. Sehr schön. Damit kannst du jetzt anfangen, natürlich zu arbeiten. Wir bieten natürlich ganz viel davon an. Ich hoffe, du findest viel in der Gruppe auch davon und auch in unserem Kurs, der jetzt ja am 2. Januar startet mit Plan Dein Romania. Genau, Regina, genau, du sagst es gerade. Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich nur. Ganz genau so ist es. Und Edith, ich möchte schreiben, aber am Ende soll ein historischer Roman dabei rauskommen. Nur weiß ich nicht, was ich dazu brauche. Okay, aber das ist der erste Schritt. Lernkurve sieht immer so aus, und das ist halt auch diese Frage nach dem, bist du bereit, was zu tun? Bist du bereit, auch was zu lernen? Lernkurve sieht immer so aus, dass man erstmal nichts weiß. Dann fängt man an zu wissen, was man nicht weiß. Dann fängt man an zu lernen und weiß endlich was. Und dann am Ende, das ist der Punkt, wo wir hinkommen wollen, da kann man dann intuitiv wieder anfangen anzuwenden. Da wird es wieder automatisierter. Da ist man nicht die ganze Zeit immer nur am drüber nachdenken, wie muss ich das jetzt anwenden, wie funktioniert das noch und so weiter, sondern es funktioniert dann einfach. Das ist so ein bisschen wie Autofahren. Ne? Am Anfang als kleines Kind kommt man nicht auf die Idee, dass man Autofahren können wollte. Irgendwann fängt man dann an, das zu wollen. Dann lernt man es wirklich, macht die Führerscheinprüfung und irgendwann kommt dann dieser Zeitpunkt, wo man automatisiert Auto fährt, wo man nicht mehr darüber nachdenkt, muss ich schalten oder nicht. So kann man sich das jetzt mal ganz grob vorstellen. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Erkenntnis, die du für dich schon hast. Also dementsprechend ist es super, Desiree, dass du das schon rausgefunden hast und kannst jetzt damit anfangen zu arbeiten. Melanie? Ah, du hast auch den Zeit zum Schreibenkurs gemacht. Super. Und bist da schon weiter. Super, Melanie. Das freut mich. Schön, schön. Und die Serie, du schreibst doch, als deine Kids klein waren, hattest du weniger Zeit, beziehungsweise überhaupt nicht, genau. Deine Kinder sind jetzt erwachsen, du lebst wieder alleine und hast genügend Zeit, du schreibst hauptsächlich morgens vor der Arbeit oder auch auf dem Abend. Super, das heißt, du hast schon wirklich für dich einen Rhythmus gefunden, das ist natürlich klasse. Edith, schön, dass dir das Bild mit dem Auto gefällt, das ist super. Genau, ich schaue hier nochmal kurz nach Kommentaren. Okay, super. Wunderbar, das klingt doch gut. Also, genau, also einmal die Frage eben, bist du also bereit, auch was dafür zu tun? Ist die Bereitschaft schon da? Ja, du musst noch nicht wissen, wie es geht. Erstmal überhaupt dieses Ja sagen zu dem Thema, willst du es wirklich angehen? Bist du bereit, die Augen aufzumachen, was dir noch fehlt, was du brauchst, um dann auf die Suche gehen zu können, was ist es eigentlich, was kannst du dir holen, was brauchst du noch persönlich? Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Schritt, weil es wird nicht vom Himmel herabfallen. Weder die Zeit noch das Können. Es ist wirklich immer wieder total erstaunlich, wie oft einfach davon ausgegangen wird, dass man Romane schreiben kann, so wie man, sich ein Rezept für Brot backen holt und dann Brot backt.
Die ersten Brote werden meistens vielleicht doch nicht immer ganz gut, ja. Aber bei Romanen ist es halt eigentlich okay. Es kann natürlich auch passieren, dass der erste Roman dann einfach nicht gut ist. Aber wenn man wirklich jahrelang rein investieren ins Schreiben eines Romans, auf das Risiko hin, dass es dann zusammenfällt und ein klotzhartes Brot wird, ich weiß nicht. Gleichzeitig wird irgendwie so getan, als ob man genug in der Schule gelernt hat mit Schreiben und Lesen und man hat ja genügend Romane gelesen, da wird es schon klappen. Es gibt total viele Schulen für Malen, für Musik und man übt das ewig und Romane schreiben soll einfach so funktionieren? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass es anders geht. Ich weiß, dass es mit mehr Zuversicht geht. Man hat wahnsinnig viele Unsicherheiten, man hat wahnsinnig viele Ängste. Ist das wirklich eigentlich gut, was ich schreibe? Wird dabei was Gutes rauskommen? Werden die Leser begeistert sein? Werden sie wirklich das lesen wollen, das empfehlen wollen und so weiter und so fort? Sind so viele beängstigende Fragen, dass es wirklich wertvoll ist, sich mit dem Handwerkszeug zu beschäftigen, weil es dann einem hilft, überhaupt Sicherheit zu gewinnen, ein bisschen Zuversicht zu gewinnen. Eine unter Milliarden schreibt, ich suche immer noch nach der richtigen Struktur. Anfang und Ende ist kein Problem, nur die Mitte ist schwierig. Oh ja, das kennen bestimmt einige. Und da gibt es aber unglaublich viel Handwerkszeug und man muss das Richtige für sich finden, beziehungsweise rausfinden, wie man das für sich am besten anwenden kann. Ulrich, du schreibst, misslungenes Brot kann man nur wegwerfen. Einen misslungenen Roman kann man überarbeiten. Super, ja, wenn die Grundidee gut ist. Absolut, Ulrich, das stimmt. Allerdings sollte man dann auch wissen, wie man es überarbeitet. Also spätestens dann braucht man auf jeden Fall eine ganze Menge Handwerkszeug. Oh, Claudia, du sagst, die Bereitschaft ist da und jetzt der 5-Tage-Kurs kam wie gerufen. Na, das ist ja super, wunderbar, das freut mich. Und Karin, du bist bei Buch Nummer 4. Überarbeiten findest du extrem schwierig und aufwendig. Da ist bei dir eine große Frage, wie mache ich es richtig? Absolut, das ist auch wahnsinnig schwierig. Und es ist total wichtig und völlig unterschätzt mit dem Überarbeiten. Und Überarbeiten klingt auch noch nach Arbeit. Das ist nicht so lustig, angenehm. Wir bringen das natürlich in der Ausbildung zum Romanautor sehr intensiv mit an. Wir haben auch das mal separat als Kurs gemacht. Allerdings ist immer so ein bisschen das Problem dabei, dass wahnsinnig viel Basiswissen eigentlich vorhanden sein muss, um gut überarbeiten zu können. Und wenn man dann, das ist immer so ein bisschen schwierig, weil unsere Romanausbildung ist ja so ein ganzes Konzept. Und wenn man dann nur das Überarbeiten macht, dann fehlt trotzdem immer noch viel oft für diejenigen, die nur das machen. Aber vielleicht bieten wir es eines Tages auch mal wieder separat an. Spike, du sagst, hau rein, Claudi. Super, sehr gut. Okay. Regina, du findest den Anfang am schlimmsten. Du bist in der Überarbeitungsphase, jedenfalls beim ersten Roman, und das ist gut. Und du hast aber immer Angst, auch zu wenig Kritik, um sagen zu können, was gut ist und was schlecht. Fies ist, wenn man dann noch eine Leserechtschreibschwäche hat. Ja, ich habe auch eine, beziehungsweise ich habe eine leichte Legasthenie. Ich habe mir meine gesamten Noten in der Schule versaut damit und deswegen hat erst recht keiner dran geglaubt, dass ich schreiben kann. Das ist sehr schwierig, aber es geht. Man kann trotzdem damit leben, wollte ich fast sagen, leben sowieso, aber auch Autor werden. Definitiv, es geht. Ich weiß, es ist schwierig und es bedeutet häufig, dass man hinterher nochmal ein ausführlicheres Korrektorat vielleicht braucht, aber das geht wirklich, auf jeden Fall. Also ich spreche da aus Erfahrung. Und es ist bei mir auch so gewesen, dass ich, als dann klar für mich wurde, meine Berufung ist das Romaneschreiben, da war die Motivation wirklich da, auch nochmal ganz viel zu lernen, was in der Schule einfach nicht hingeblieben ist, weil die Lehrer doof, weil der Druck zu groß und so weiter und so fort. Es ist also immer für mich eine Frage der Motivation, auch genauso beim Romanschreiben. Für mich ist ja wirklich die Devise, jeder kann Romanschreiben lernen. Es geht wirklich jeder. Talent ist absolut überbewertet. Die Leute, die sagen, man braucht Talent dafür, die suchen eine Entschuldigung. Oder wollen sich selber in den großen Olymp heben im Sinne von, ich bin einzigartig und einmalig. Talent kann hilfreich sein, Talent kann absolut hinderlich sein. Ich habe schon sehr viele talentierte Leute erlebt, die es nicht geschafft haben, ihren Roman zu schreiben, weil irgendwann der Punkt kommt, wo sie sich auf den Hosenboden setzen müssen und doch noch was lernen müssen. Aber bis dahin ist es immer so leicht gelaufen. Und warum sollte es jetzt dann plötzlich mal schwierig gehen und dann geben sie auf? Es ist schon so oft passiert. Und da hilft wirklich immer an diese Lernkurve dran zu denken. Es ist normal, dass es irgendwann mal nicht ganz einfach läuft und man verkopft ist. Und dann muss man es wieder zur Seite packen und ein bisschen ins Üben und ins Freischwimmen kommen. Und dann läuft es auch wieder. Okay. Tobias, du hast geschrieben, Du traust dich nicht anzufangen. Das Problem hast du erkannt, aber du findest die
Ich finde Geschichte erzählen so toll und würde diese gern auch veröffentlichen. Die Zeit habe ich fest vor Augen und hoffe, mit Hilfe in dieser Gruppe meine Bedenken auszuräumen. Das wünsche ich dir auch wirklich. Es ist schwierig, wie gesagt. Ich sage ja immer, wir Autoren, und das ist immer so super krass, aber ich finde, es verdeutlicht das so arg. Wir haben die Angst vor Tod durch Romanschreiben. Das klingt immer ein bisschen krass, aber es passt eigentlich ganz gut zu dem, was mit uns passiert, weil wir im Hinterkopf dieses kleine archaische Hirnareal haben, das uns immer noch sagt, Achtung, Achtung, wenn du nach draußen gehst und irgendetwas von dir zeigst, kann es sein, dass du aus dieser Gesellschaft ausgeschlossen wirst und das bedeutet vielleicht der Hungertod oder der Tod durch Kälte oder wie auch immer. Und das hat was mit dem Romanschreiben zu tun. Das ist so krass mit diesen Ängsten, wie sehr die uns wirklich einfach belasten, ohne dass wir die oft so richtig greifen können. Aber wie hilfreich das ist, wenn man das versteht, was da eigentlich in einem los ist und wie man damit umgehen kann. Man braucht wirklich Mut. Regina, du sagst, es klingt toll und gibt dir Mut, diese Schwäche dann, dass diese Schwäche kein Hindernis sein muss. Du meinst, ich lese Rechtschreibschwäche, absolut. Ja, absolut. Es ist kein Hindernis. Also andersrum, es kann ein Hindernis sein, aber es ist kein Stopp sozusagen. Es geht definitiv. Es kann es natürlich schwieriger machen als für andere, aber es geht definitiv. Leonie, du fragst, kann man ein Lektorat machen, auch wenn man noch mitten in der Geschichte ist, aber viel zu unsicher, ob es gut ist oder lieber die Geschichte zu Ende schreiben? Man kann, es kommt ein bisschen sehr darauf an, was für ein Lektorat. Es gibt inhaltliche Lektorate, es gibt textliche Lektorate und es gibt einfach unterschiedliche Lektoren. Einfach da mal die Warnung, Lektor kann sich jeder nennen. Guckt bitte, was der schon gemacht hat oder wie gut er ist und ob er auch wirklich zu euch passt. Ich empfehle immer sehr gerne den Hans-Peter Röntgen. Wir bieten aus Kapazitätsgründen keine solche Lektorate an. Wir geben unsere gesamte Energie eben in die Teilnehmer der Ausbildung zum Romanautor. Die kriegen von uns sämtliche Rückmeldungen, aber ihr könnt Lektoren finden, die euch eben auch genau an diesem Punkt schon Rückmeldung gibt. Und ja, das macht durchaus großen Sinn. Genau, und dann würde es hier nicht um ein Textlektorat gehen, sondern hier wird es dann um ein dramaturgisches Lektorat sozusagen gehen. Okay, ich habe noch eine letzte Frage sozusagen mitgebracht, die sich jetzt einfach ganz klar daraus anschließt, aus dem, was wir schon besprochen haben. Ihr habt es schon gemerkt, es gibt ja demnächst in kürzer Zeit noch viel, viel mehr Tipps, wozu ich auch gerne einladen möchte. Denn die letzte Frage ist natürlich, bist du bereit, einen Plan zu machen? Denn ich habe ja den Spruch mitgebracht von Antoine de Saint-Exupéry, den ein Ziel ohne Plan ist nur ein Traum. Und deshalb hier die Frage, seid ihr bereit, einen Plan zu machen? Seid ihr bereit, wirklich reinzuschauen? Und ein Plan, ganz, ganz, ganz wichtig, oh Gott, ich weiß nicht, wie oft ich das auch den Teilnehmern der Ausbildung immer wieder sage, ein Plan ist ein Hilfsmittel, keine Geißel. Damit will ich sagen, viele, viele Menschen kennen das so, dass wenn sie einen Plan machen, dass da sozusagen wie verpflichtend ist, dass man sich daran hält. Und das ist es nicht. Es ist eine Richtschnur, es ist ein Hilfsmittel, es ist eine Anleitung sozusagen, um sein Ziel, um den Weg zum Ziel zu finden. Wenn ihr aber euren ersten Roman wirklich schreibt oder den ersten Roman mit Plan schreibt, dann habt ihr noch überhaupt nicht die Menge an Erfahrungen, um wirklich exakt planen zu können. Woher soll das kommen? Woher sollt ihr das wissen? Wie lange braucht ihr für irgendeine Phase im Roman? Wie lange braucht ihr, um den gesamten Inhalt einmal durchdacht zu haben? Wie lange braucht ihr, um wirklich zu schreiben? Wie lange braucht ihr zum Überarbeiten? Das sind aber so typische Schritte, die beim Romanschreiben vorkommen. Das wisst ihr nicht, aber es macht total Sinn, trotzdem zu planen und dann anzupassen an das, was real wirklich passiert. Weil nur dann, es ist so ein bisschen so diese Vorstellung, wenn ihr keinen Plan habt, dann lauft ihr einfach ins Nichts. Wenn ihr aber einen Plan macht, dann haut ihr wie Pfeiler in die Zeit und darin könnt ihr dann messen. Nur damit könnt ihr auch wirklich die Erfahrung, die ihr macht, greifbar machen. Weil woran sonst wollt ihr das denn eigentlich festlegen? Und vor allen Dingen, ich wette mit euch, wenn ihr es ohne Plan macht, wisst ihr hinterher immer noch nicht, wie lange ihr für was gebraucht habt, weil ihr es euch nicht gemerkt habt, wann ihr wirklich womit angefangen habt. Deshalb ist ein Plan ein unglaublich tolles Hilfsmittel, das sich tierisch lohnt zu machen, selbst wenn man das Gefühl hat beim Plan so, ich schwimme total, ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt realistisch ist oder nicht. Völlig egal. Macht ihn trotzdem. Macht ihn unbedingt. Genau. Edith, du machst andauernd Pläne. Okay, natürlich, klar. Wenn du andauernd Pläne machst, dann ist die zweite Frage, passt du sie denn auch der Realität an? Überarbeitest du deine Pläne auch wieder?
Das ist ganz wichtig, diesen Schritt natürlich dann auch zu machen. Weil wenn man nur Pläne macht und die mal wegschmeißt und dann einen komplett neuen Plan, dann hat man ja wieder keine Referenzpunkte. Also es ist wirklich wichtig zu schauen, diesen Plan anzupassen und damit weiterzuarbeiten. Das hilft unglaublich. Und Christina, du sagst, du planst, aber fehlt dir Umsetzung. Dazu gibt es jetzt heute keine Tipps. Wir gehen natürlich auch noch weiter in den Tipps, immer weiter im Plan in Romania. Dazu auch einmal, ich stelle auch einmal den Link in den Chat, dass ihr den habt. Beziehungsweise ihr findet das auch immer wieder. Wir bringen das gerade überall immer wieder raus. Aber ja, ich packe den schon mal auf jeden Fall hier mit rein. Dann habt ihr das schon mal. Beziehungsweise gebe euch auch hier den Link sichtbar. So, genau. So, das dazu. Bei Instagram kann ich das leider erst nachher machen. Ich muss hier parallel so ein bisschen arbeiten. Wir gehen also ein Stück weit in die Umsetzung, aber ich kann euch nicht die gesamte Umsetzung hier in Kürze mal eben runterrattern. Wie gesagt, wir haben eine Ausbildung zum Romanautor, die dauert nicht umsonst 2 Jahre. Da ist sehr, sehr viel Umsetzung und sehr, sehr viele Tipps und sehr viel Konkretes dran, arbeiten dran. Das ist wirklich komplex und wir gehen das ja wirklich auch so intensiv an, damit ich kann jedem sozusagen dazu helfen, irgendwie seinen ersten Roman fertig zu kriegen. Klar, kann ich. Aber damit hat derjenige noch nicht gelernt, wie das funktioniert und wie er es nächstes Mal alleine machen kann. Deswegen ist die Ausbildung so intensiv und so lang und zeigt wirklich, wie man es machen kann und warum es so passiert und dass jeder wirklich seinen eigenen Weg dorthin findet, das umzusetzen, weil es gibt 1000 Wege zum eigenen Roman. Und dann auch wirklich in der Lage ist, später den Roman selber zu schreiben. Vorab aber eben dafür plan dein Romanjahr 22. Da gehen wir wirklich einzelne Schritte ein, die wir umsetzen können, dann nach und nach. Und das wird zumindest, es wird dich nicht direkt in die Umsetzung bringen können, jetzt automatisch in so einer kurzen Zeit, ja. Aber du wirst so genau planen können, dass du viel besser auch in die Umsetzung schaffst zu kommen, weil du einfach genauer geplant hast. Nein, für den Roman, ein Unternehmen. Es geht bei uns wirklich nur ums Romanschreiben. Wir sind aufs Romanschreiben sozusagen spezialisiert. Du kannst es dir anschauen, auch für Kurzgeschichten könnte das auch funktionieren oder so weiter, aber ich weiß jetzt nicht, was du schreiben möchtest. Du müsstest das sehr abstrahieren, wenn es dir jetzt dabei um eine Abschlussarbeit geht oder sowas. Ja, also da geht es bei uns wirklich echt ums Thema Romanschreiben. Genau, jetzt kommen hier noch einige Kommentare rein. Jetzt schauen wir mal eben, ob ich noch was verpasst habe. Ja. Plan heißt Termine festlegen, die man verschiebt, nicht wahr? So ungefähr, ja, genau. Nur bitte ohne die negative Konnotation, also ohne dieses, da schwingt schon wieder fast eine Schuld drin mit, sondern dem Motto, du musst das Team in die Termine verschieben, na dann hast du das wohl nicht geschafft. Und genau das bitte ich euch rauszulassen, weil wenn, also es kommt natürlich darauf an, was für einen Plan ihr macht. Wenn ihr schon wahnsinnig viel Erfahrung mit der Sache habt, dann könnt ihr natürlich schon einen sehr exakten Plan machen, von dem ihr auch wisst, dass ihr euch sehr gut daran halten könnt. Aber wie wollt ihr das denn hier schaffen mit so einem ersten Roman oder zweiten Roman, aber der geplant oder so weiter? Woher wollt ihr denn die Erfahrung haben? Also sprich, erlaubt euch ganz bewusst hier Termine verschieben zu dürfen. Ihr müsst es sogar tun, realistischerweise. Ihr könnt nicht aus dem Nichts einen fertigen Plan zaubern. Aber ihr habt ein Ziel und von dort, von dem Ziel aus, fangt ihr dann auch weiter an zu planen bis heute ran. Und das müsst ihr natürlich entsprechend der Realität anpassen. Aber genauso ist es. Planen heißt Termine setzen und die dann auf die Realität prüfen und verschieben. Genau. Okay, genau. Birgit, du hast auch gesagt, Legasthenie ist kein Ausschluss, kostet jedoch viel Kraft, definitiv. Auf jeden Fall, aber es geht eben. Also, ich bin der lebende Beweis. Juliane, du schreibst, du schaust seit Monaten Lernvideos, anstatt den zweiten Roman zu schreiben. Es ist so kompliziert. Ja, das stimmt. Absolut. Das kann auch echt total verwirren und blockieren. Jetzt musst du natürlich irgendwann den Absprung auch wieder schaffen, weil irgendwann ist es natürlich auch ein Prokrastinieren, dass man einfach noch was anguckt, noch was anguckt, statt es irgendwann zu tun. Das ist nicht einfach, diese Waage zu schaffen. Also ja, Handwerkszeug ist super wichtig, aber irgendwann muss man natürlich auch das wieder anwenden. Das heißt, zu schauen, dass man nicht mehr nur noch weiter Input, 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 sondern auch Output produziert, also rausgeht und wieder was macht. Und das ist eben, wenn man noch bei den ersten Romanen ist, wahnsinnig viel auch ausprobieren und den Weg finden. Mutig sein, zu schauen,
Wo sitzt gerade deine größte Angst? Was kannst du mit der machen? Warum gehst du nicht in den nächsten Umsetzungsschritt? Oder fehlt dir vielleicht wirklich noch was? Weil am Anfang ist es auch wirklich eine ganze Menge Lernen. Also bei uns ist es so, dass wir haben zwar Schreibübungen zwischendrin, aber das eigentliche Schreiben vom Roman passiert erst im zweiten Jahr der Ausbildung zum Romanautor. Weil so viel vorher auch intensiv an den Figuren und an der Handlung gearbeitet wird und sehr, sehr grundsätzlich natürlich auch vieles gelernt wird, plus gleich umgesetzt wird für den Roman. Wir haben Schreibübungen dazwischen, damit das Schreiben nicht zu kurz kommt. Aber es ist trotzdem so, dass am Anfang wirklich auch viel Theorie natürlich dann erst angeeignet werden muss, die dann in die Praxis übertragen wird. So, Karin, ich denke, dass meine Protagonisten zwar bei mir anklopfen, aber nicht immer da sein werden. Deshalb lohnt es sich, ihre Geschichten festzuhalten und sie nicht zu enttäuschen. Sehr schön, das ist ein guter Ansatz. Das ist klasse, wunderbar. Marina, du schreibst, wie viel schreibt man über ein Doppelleben? Autobiografisch. Nein, alles gut. Indem du natürlich da auch am besten gut in die Planung gehst, damit du die ganzen Stränge beisammen behältst und den Überblick behältst. Romanschreiben ist ein Marathon, es ist komplex. Man kann sich natürlich auch einfach hinsetzen und versuchen, einen Roman zu schreiben, indem man sich verzaubern lässt, wie so ein Leser sich verzaubern lässt, wenn er eine Geschichte liest. Ob dabei dann aber eine Geschichte rauskommt, die dann auch weitere Leser verzaubern werden, das ist fraglich. Spätestens am Ende ist es sinnvoll, das Handwerkszeug zu nehmen und sich wirklich zu überlegen, was braucht diese Geschichte jetzt, damit es andere Leser auch verzaubert, damit sie auch mitgehen wollen mit dieser Geschichte. Das ist komplex, es ist kompliziert und ein Doppelleben definitiv natürlich auch, ganz klar. Also da brauchst du einfach wirklich eine gute Vorstellung, wo willst du eigentlich am Ende raus, wo verzweigt sich was. Wir entwickeln in der Ausbildung auch immer eine Step-Outline, wo sich dann die verschiedenen Handlungsstränge miteinander verknüpfen, die verschiedenen Heldenreisen. Wir haben ein weiterentwickeltes Plotmodell Heldenreise, um die Geschichte wirklich gut zu gestalten, dass der Leser auch wirklich von Anfang bis zum Ende fasziniert ist und dranbleiben möchte. Und das kommt dann in einzelne Schritte und wird dann verknüpft miteinander, damit man den Überblick wirklich behält. Claudi, deine Frage nehme ich gleich. Hier kam jetzt noch von Lo Büchner. Hi, guten Abend, ein künftiges Kinderbuch. Schreibt sich was von selbst. Sehr schön. Du kennst dich aus mit dem Thema. Sollte man nicht erst lieber das Geld haben und dann schreiben? Du meinst das Geld wofür? Für die Veröffentlichung? Das kommt darauf an, was du willst. Du kannst natürlich ins Self-Publishing gehen und dann musst du selber für die Veröffentlichung sorgen oder du kannst auch versuchen, einen Verlag zu kriegen. Also was möchtest du? Das ist die Frage. Und die Frage ist, wenn du jetzt meinst mit Lernen, natürlich, also Kurse machen oder auch so wie ich das studiert habe, das Romanschreiben oder eben bei uns die Ausbildung, das kostet natürlich auch Geld. Aber das ist eine Investition und da muss man sich immer fragen, ist man bereit, so eine Investition für sich zu tätigen? Und andersrum ist es ja auch so ein bisschen, da wieder so ein anderer Vergleich, ne? Wenn du Konzerte spielen möchtest, also Profimusiker werden möchtest, gehst du erst auf die Bühne und spielst irgendwelche Konzerte in der Hoffnung, damit Geld zu verdienen und dir dann die Ausbildung zu leisten, damit du Musiker werden kannst? Oder macht man nicht erst eine Ausbildung und geht dann auf die Bühne? Ja. Genau. Claudi, du schreibst noch, inwieweit gibt es eigentlich feste Regeln für einen Roman und inwieweit sollte man nach Gefühl und Inspiration schreiben? Es gibt eine gewisse Definition, was einen Roman ausmacht. Das ist so die Länge, das ist das Prosa, die Textform sozusagen. Und viel mehr gibt es nicht an fixen Regeln. Und im Endeffekt muss es die auch nicht geben, denn entscheidend ist ja eigentlich vor allen Dingen, das Maß gefällt dem Leser. Und es gibt dieses Medium Roman und das gibt es jetzt ja schon sehr, sehr lange und auch das Medium Roman wandelt sich mit der Zeit ein bisschen. Ein Roman wie Stolz und Vorteil, eher noch Krieg und Frieden oder sowas, ist etwas anders aufgebaut, ist etwas anders erzählt in seiner Struktur als heutige Romane, was weiß ich nicht, Die Säulen der Erde oder sowas oder ja, was Neueres, Die Tribute von Panem oder so. Ja, das ist schon verändert, abhängig auch von der Zeit. Ich meine, auf der anderen Seite ist das ja auch das Glück, denn es gibt da draußen schon Millionen von Romanen. Wir bräuchten keine neuen. Wir könnten drei Leben lang lesen, ohne dass es ein neues Roman geschrieben werden müsste. Aber die Leser haben das Bedürfnis nach neu geschriebenen Romanen, weil sie eben die Welt oder Aspekte der Welt
aus der Perspektive der heutigen Zeit und aus dem Sprachgefühl der heutigen Zeit auch zeigen und aus der Dramaturgiebedürfnis. Das heißt, und damit kommen wir jetzt natürlich schon an den Punkt, es gibt bestimmte Punkte, von denen man sagen kann, ja, da wissen wir heute, das ist etwas, was die Leser wollen, was gut läuft, was sie gewöhnt sind, womit man so schreiben kann, dass die Leser es gerne lesen. Und da gibt es verschiedene Punkte in der Dramaturgie, also in dem Geschichtenaufbau, wie die Geschichte aufgebaut werden darf, sage ich mal. Es gibt keinen Zwang, es gibt keinen Zwang. Und deswegen gibt es ja auch immer mal wieder neue Dinge, die es vorher nicht gegeben hat. Neue Genres zum Beispiel, die entstehen dadurch, dass irgendwann mal jemand etwas gemischt hat oder etwas neu entworfen hat und sich das dann weiterentwickelt hat. Also Beispiel Thriller ist lange Zeit ein Subgenre zum Thema Krimi gewesen. Heute ist es ein eigenständiges Genre und es gibt noch 10.000 verschiedene Subgenres im Krimi, wie Cozy Crime oder. Und so entwickelt sich das natürlich auch ein bisschen weiter und zwar immer auch abhängig davon, ob die Leser das annehmen oder nicht. Das ist sozusagen das Kriterium, das Hauptkriterium. Und danach kann man sich richten, wenn man möchte. Und man kann natürlich trotzdem auch seine Herzensthemen einfach schreiben und darauf hoffen, dass das dann den Geschmack der Leser trifft. Oder man schreibt erstmal einfach drauf los sein Herzensthema und baut es dann danach um, wenn man Leser erreichen möchte. Aber das ist schon auch eine Frage, die man sich vorab gerne stellen darf mit, möchte ich eigentlich Leser erreichen und möchte ich für den Leser schreiben oder möchte ich nur und ausschließlich für mich schreiben? Für mich schließt sich das nicht aus. Es gibt immer wieder so ein paar Diskussionen so nach dem Motto, wahres Autorendasein ist nur, wenn man sich nicht einschränken lässt, keine Regeln befolgt und nur seinem Herzen folgt. Und ich denke so, das kann man machen, definitiv. Warum denn nicht? Aber das ist nicht der einzige Weg, einen Roman zu schreiben. Man kann genauso gut das Ziel haben, mit einem Roman auch Leser erreichen zu wollen und auch ein Stück weit an bestimmten Stellen auch den Leser mit einzubeziehen in dem, was er möchte und zu schauen, ob das sinnvoll ist, ob das funktioniert für den Leser. Nein, Petra, ist meine Kamera wahrscheinlich nicht so toll heute. Das regnet nicht bei mir. Genau. Also, Regeln gibt es keine fixen Regeln. Es gibt für mich, also ich bezeichne es schon manchmal gerne als Regeln, aber es sind eigentlich eher Richtlinien. Und es gibt nichts, was man nicht brechen darf. Alles darf man machen. Es hilft enorm, wenn man versteht, wozu diese Richtlinien, diese Regeln da sind, was die denn bezwecken sollen. Und dann kann man entscheiden, brauche ich das? Brauche ich das an anderer Stelle? Brauche ich das doppelt? Brauche ich das vielleicht anders? Und kann dann damit umgehen. Dann wird man sozusagen mündiger Autor, weil man entscheiden kann, wie man das Handwerkszeug wirklich anwendet, was man damit machen möchte. Erst wenn man die Regeln wirklich gelernt hat, dann kann man frei damit entscheiden, was man damit macht. Also Regeln, Richtlinien, Handwerkszeug. Karin, wird in meinem Kurs auf das Thema Exposé erstellen, Verlagssuche thematisiert? Das ist die Frage, in welchem Kurs? Unser 5-Tage-Kurs geht über 5 Tage und wir gehen das Planen des Romanjahres 22 an. Da werden wir nicht auf Exposé und Verlagssuche eingehen. In der Ausbildung zum Romanautor ist das ein eigenes Modul, da gehen wir das auf jeden Fall an, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich auch was, es ist ein Modul von vielen, erstmal muss eine gute Geschichte da sein, damit man die auch verkaufen kann. Deswegen kümmern wir uns vor allem um die gute Geschichte. Aber im letzten Modul, Modul 8, geht es genau ums Verkaufen, um Exposé erstellen, um Verlagssuche, ist Self-Publishing das Richtige für dich? Und wenn ja, wie gehst du das am besten an? Genau, Claudia, du sagst noch, ich würde sagen, bei mir ist es so halb und halb. Du beziehst dich jetzt auf was ich gesagt habe, aber ich weiß jetzt nicht, was halb und halb bei dir ist. Okay. Ihr Lieben, ich bin soweit durch mit meinem Thema für heute Abend. Wir werden noch sehr viel intensiver, wie gesagt, im 5-Tage-Kurs rangehen. Und wer noch möchte, der darf auch noch am 1.1. vorbeischauen. Da werde ich auch ein Live machen zu meinem Jahresrückblick. Ich werde euch erzählen, was gut lief, was nicht so gut lief, was anders wird im nächsten Jahr und was generell in der Romanschule so alles passiert, vor allen Dingen auch im nächsten Jahr natürlich kommen wird, was schon passiert ist und was kommen wird und was das für euch noch bedeutet. Da gibt es also viele tolle Sachen. Wir planen wirklich tolle neue Formate auch. Einige von euch aus der Facebook-Gruppe, ihr kennt vielleicht noch, ich weiß nicht, kennt noch jemand den Schreibespresso? Wir hatten das mal vor langer, langer Zeit. Wir werden wieder einen richtig coolen Schreibespresso wöchentlich herausstellen und der wird auch auf YouTube kommen. Das heißt, es lohnt sich auch die Kanäle wieder zu abonnieren, YouTube oder Facebook. Wir werden auch auf Instagram mehr kommen, also definitiv für die, die jetzt auf Instagram dabei sind.
Wir werden auch viel auf YouTube, also auf allen Kanälen auch wieder viel neuen Content geben. Und ich erzähle euch gerne noch am 1.1. dazu etwas mehr. Oh, Leo, du hast noch eine Frage gestellt, die ist etwas speziell, die würde ich jetzt nicht hier in dem Live beantworten. Das ist etwas spezieller zu deinem Buch. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück damit. Es geht um Prävention. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, ist aber auch ein Sachbuch und wir kümmern uns hier um Romane. Also das ist ein sehr, sehr spezielles Thema. Super, Leo, das freut mich. Schön, dass du dabei bist beim Kurs. Das freut mich sehr, sehr schön. Klasse. Und du meintest mit Hype, du meintest für dich und andere, Claudi. Alles klar, okay. Ja, das ist auch in Ordnung. Es ist auch okay zu schauen, für wen möchte man schreiben, nur für sich oder eben für andere Leser. Und oft ist es auch so, dass man noch ein bisschen Schiss hat davor, für andere Leser zu schreiben. Denn man weiß ja nicht, funktioniert das wirklich oder kriege ich harte Kritiken und wird das gut genug? Und das ist auch völlig in Ordnung, wenn man sich so ein Rückzug gönnt, sage ich jetzt mal, die Möglichkeit zu sagen, ah ja, und wenn es nichts wird, dann habe ich es aber für mich gemacht. Das ist eine Schutzhaltung. Ich finde es immer wichtig, dass man versteht, dass es eine Schutzhaltung ist, weil man dann auch damit besser umgehen kann, auch wie mit allen anderen Ängsten und Dingen. Also da ein bisschen Bewusstsein für schärfen, aber warum denn nicht? Das ist alles in Ordnung, es ist alles gut, es ist wunderbar. Schreiben kann wahnsinnig viel Spaß machen und auch das Veröffentlichen ist ein toller Prozess, wenn man dann die Rückmeldung hat und erste Leser, wenn man so eine Lesung irgendwann sogar mal hat und die Leute sind da echt still und hören einem zu, begeistert und klatschen. Das ist mega, es ist mega toll und es ist mutig. Es ist aufregend, es ist mutig. Der Romanprozess allein ist auch mutig, das Schreiben, es macht immer auch was mit einem selber, aber es ist großartig, es macht unglaublichen Spaß, unglaubliche Freude. Und dementsprechend hoffe ich, viele von euch wieder im Plan Dein Romanjahr 22 sehen zu dürfen. Der ist absolut kostenlos. Das machen wir immer im Zusammenhang mit der Ausbildung zum Romanautor, die dann auch wieder startet im Februar. Also wir werden auch ein bisschen was dazu erzählen, aber es geht auch wirklich ganz, ganz viel einfach um diese Planung. Wir geben viele Tipps raus, Arbeitsblätter, Videos. Wir haben Live-Treffen, bei denen man teilnehmen kann, wenn man möchte. Man muss nicht, aber die werden auch sehr schön und sehr toll. Da kann man auch natürlich Fragen stellen. Und ich freue mich riesig drauf. Das ist jedes Jahr ein sehr cooler Boost. Wir sind jetzt schon über 1000 Leute, die angemeldet sind. Das wird sehr, sehr schön. Desiree, du hast doch bemerkt, je mehr du das Manuskript durchliest, desto mehr merkst du, ist es wirklich gut, liest es auch jemand, man bekommt Zweifel. Ganz normal, ganz normal. Dazu auch noch ein Punkt, vielleicht noch zum Abschluss. Auch die großen Autoren haben das, die schon 10.000 Mal veröffentlicht haben. Das Einzige, was die haben, ist, die haben mehr Erfahrung, dass die wissen, auch wenn ich diese Zweifel hatte, ist das Buch gut angekommen. Ja, also das ist so ein bisschen wie auch Leute, die auf die Bühne gehen, immer Lampenfieber haben werden. Aber sie können ein bisschen besser damit umgehen. Sie verstehen, wie sie das, als welche Techniken sie benutzen können, Atemtechniken, um sich zu beruhigen oder was auch immer. Sie wissen aber auch aus Erfahrung, dass sie es überleben, dass sie da von der Bühne wieder runtergehen werden und sie leben immer noch und sehr gut und dass die Leute auch begeistert waren. Und das hilft natürlich. Aber wenn man noch nicht veröffentlicht hat oder noch nicht oft auf der Bühne stand, dann fehlt natürlich diese Erfahrung. Und natürlich ist man am Anfang ja auch noch im Lernprozess und damit noch unsicherer hat man das Handwerkszeug richtig angewandt. Hier helfen extrem Testleser. Ich unterscheide da immer zwischen verschiedenen Testlesern, zwischen Endtestlesern, also diejenigen, die auch später tatsächlich das Buch kaufen würden. Die nimmt man aber auch erst wirklich ganz am Ende des Überarbeitungsprozesses dran vor. Es ist wahnsinnig wertvoll, Profi-Testleser zu haben. Das kann natürlich ein Lektor sein, den man sich dazu kauft. Es kann aber auch andere ausgebildete Autoren sein, also Autoren, die einen wirklich viel Erfahrung, also beziehungsweise viel Handwerkszeug, auch Verständnis mitbringen. Denn es ist total normal und es geht den Profis genauso. Man sieht im eigenen Text oft den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist so. Wenn ich weiß, ich wollte der Figur mitgeben, dass sie hier anfängt, sich zu verlieben, ja, dann bin ich mir aber vielleicht trotzdem nicht sicher, ob ich das in den Text so hineingeschrieben habe, dass der Leser das rauslesen kann. Ich glaube schon, aber ich weiß ja, was ich damit meinte, was ich damit aussagen wollte, was ich da reingeben wollte. Steckt das jetzt wirklich drin oder nicht? Da bin ich natürlich nicht so sicher immer. Ich kann durch Erfahrung, durch je mehr ich mit Testlesern auch durchgesprochen habe und so weiter, schon davon ausgehen, ja, das wird schon sein. Aber es gibt trotzdem immer irgendwelche Textstellen, bei denen ich dann auch unsicher bin. Und ich brauche dann auch andere Augen, ich brauche auch Hilfe. Entscheidend ist, dass man mit der Zeit rausfindet, wo brauche ich als Autor welche Hilfe? Wo sind meine Stärken und Schwächen?
Das ist extrem hilfreich, um durch diesen Prozess zu kommen. Desiree, du sagst, du bist jetzt beruhigt. Das ist schön. Das freut mich. Ja, ich finde, es beruhigt auch wirklich, wenn man weiß, das ist normal. Das gehört dazu. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ich sehe euch alle wieder im 5-Jahres-Kurs ist gut. 5-Tage-Kurs. Plan dein Roman, ja, 2022. Das würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da hinkommt. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen guten Abend, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und vielleicht sehen wir uns am 1.1. noch beim Live hier, so dass wir da auch entsprechend noch ein bisschen planen können fürs nächste Jahr und uns austauschen können. Und ansonsten einen 5-Tage-Kurs. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit euren Büchern, mit euren Romanen. Schreibt schön und bis bald wieder, ihr Lieben. Macht's gut. Es war schön mit euch. Tschüss. Ja, guten Rutsch euch. Schön, dass ihr dabei seid. Super.